So, und der nächste Redner ist jetzt der Ministerpräsident aus Brandenburg, Dietmar Woidke. Dort wird ja gewählt am 1. September. Und dennoch finde ich es sehr passend, dass auch ein Ministerpräsident hier bei diesem wichtigen Thema das Wort ergreift. Schade, dass er allein auf der Bank saß bei den Ministerpräsidenten. Die sind nämlich heute eigentlich alle in Berlin. Es ist Bundesrat. Im Herbst 1989, 28 Jahre alt, habe unweit von hier in der Invalidenstraße an der Humboldt-Uni gearbeitet. Ich war am 7. Oktober nicht im, sondern vor dem Palast der Republik. Sie haben wahrscheinlich die Bilder gesehen, dass damals demonstriert worden ist. Ich war an diesem 7. Oktober danach in der Schönhauser Allee. Ich habe gesehen, wie Menschen zusammengeschlagen wurden. Ich habe gesehen, wie Menschen, darüber können Sie ruhig lachen, aber das passt zu Ihnen. Und ich habe gesehen, wie Menschen weggeschleppt wurden, wie Menschen in den Knast gebracht wurden, misshandelt wurden. Ich habe gesehen, das ist das Bild, was sich mir aus dieser Nacht eingebrannt hat. Ich habe damals am Rosenthaler Platz gewohnt und bin von der Schönhauser über die Kastanienallee nach Hause gelaufen. Und es stand immer eine Straßenbahn, damals Linie 49, hinter der anderen. Und ich habe mir in dieser Nacht gedacht, in der Nacht des 7. Oktober, wie geht es weiter? Was kann passieren? Und dann kam der 9. Oktober in Leipzig. Und dieser 9. Oktober, und das kann ich sagen, man konnte es fast hören, war ein riesengroßes Aufatmen. Ein Aufatmen, dass die Proteste in Leipzig, damals ja Hunderttausende, die auf die Straße gegangen sind, friedlich geblieben sind, dass das Regime nicht durchgezogen hat, wie es vorher angedroht hatte, und dass sich Vernunft durchgesetzt hatte. Dann gab es den 4. November die große Demonstration auf dem Alexanderplatz. Auch das war schon ein Zeichen in die richtige Richtung. Es gab den Wechsel an der Spitze der SED und vieles andere mehr. Und es gab einen Satz von Egon Krenz, der vielleicht erklärt, warum ich den Begriff Wende heute noch nicht leiden kann. Er hat nämlich damals gesagt, die Wende ist eingeleitet. Und er meinte damit die Wende der SED. Und meine sehr verehrten Damen und Herren, ich hatte auch das Glück, dabei zu sein in der Nacht des 9. November auf der Bornholmer Brücke, als die Mauer gefallen ist. Und als wir ungläubig aus dem Osten, dem heller leuchteten aufgrund des Grenzregimes, dem heller leuchteten Osten in den Westen gegangen sind und dann ungläubig dastanden und sagen, hier ist ja dunkler als im Osten. Ich glaube, das ist heute noch so. Sie können den Weg vielleicht noch mal gehen. Aber es war natürlich damals das Wort dieser Nacht, das Wort der Wochen danach, war das Wort Wahnsinn. Teilweise groß in den Zeitungen. Und das war ein Gefühl der Freiheit und ein Gefühl der Grenzenlosigkeit, das ich mir vorher hätte gar nicht in dieser Art vorstellen können. Ein riesengroßes, gutes Gefühl und viele Dinge, die dann in schneller Folge passiert sind. Und ich muss auch sagen, das gehört zum Teil der Geschichte, dass damals Bundeskanzler Helmut Kohl diese Chance ergriffen hat und gemeinsam mit den Verbündeten, aber auch gemeinsam mit der damaligen Sowjetunion dafür gesorgt hat, dass die Rahmenbedingungen für die deutsche Einheit gemacht werden konnten und dass die Rahmenbedingungen gute waren und die deutsche Einheit dann vollzogen werden konnten. Allerdings, diese Zeit der Hoffnung, diese Zeit des Aufbruchs war für viele Menschen in Ostdeutschland auch eine Zeit des großen Umbruchs. Arbeitsplätze sind verschwunden innerhalb von wenigen Jahren. Es gab damals, muss man heute sagen, Massenarbeitslosigkeit. Es gab Hoffnungslosigkeit, es gab Perspektivlosigkeit, viele junge Menschen, die das Land verlassen haben, die aufgrund fehlender Perspektiven dann rausgegangen sind. Und ich glaube, wenn wir heute zurückgucken, muss man dankbar sein für das, was wir erreicht haben. Die schweren 90er Jahre sind überstanden, auch dank der Hilfe der Solidarität in Deutschland insgesamt, für die ich hier mal Danke sagen möchte. Aber wenn man Danke sagt, heißt es auch gleichzeitig, es gibt noch viel zu tun.
Wir haben unterschiedliche Rentenrechte. Das verstehen die Menschen nicht mehr. Und da geht es nicht um 1,20 Euro mehr oder weniger im Monat. Es geht einfach darum, dass wir eine gleiche Rechtsetzung in Deutschland brauchen und wollen. Es geht um Unterschiede in der tariflichen Bezahlung. 80% dessen, was in Deutschland, in Westdeutschland im Durchschnitt verdient hat, wird in Ostdeutschland verdient. Diese 80% müssen weg, sie müssen dringend steigen, damit wir auch in diesen Bereichen weiter vorankommen. Aber eines, wenn wir auch da weiter vor großen Herausforderungen stehen, wenn wir stolz sein können auf das, was wir geschafft haben und wenn wir die Probleme angehen, sollten wir eines aus der Friedlichen Revolution 1989 gelernt haben. Schaffen können wir das alles nur im Miteinander und nicht in Spaltung, in Hetze oder in Intoleranz. Diese Leistungen, die verbracht worden sind, sind eine gemeinsame Leistung. Lassen Sie uns gemeinsam dafür arbeiten, dass Deutschland in allen seinen Teilen weiter erblüht. Herzlichen Dank.